Okay, und damit willkommen zurück. Seid gegrüßt, mein Lieben. Zwänge Nummer 1 und 2 in den Part. Gut, bei Deponia. Wir gehen erstmal hier hinein. Schauen mal hier hinein, ob es hier noch was Tolles gibt. Jagt weiterhin. Zeugs. Casaboso. Gibt's hier noch was zu erledigen? Haben wir da schon? Ich fürchte nein. Opa, hier wird nicht. Das Essen ist fertig für den. Okay. Wir haben Teigtaschen. Wir haben Hormone, wir haben Muttermilch. Wir haben Babyboso. Dann können wir Babyboso vielleicht zurücklegen. Ins Bett. Oder auch nicht. Vielleicht können wir hier, vielleicht braucht das. Vielleicht braucht der andere Rufus hier ein bisschen Muttermilch und so weiter. Bis Teigtaschen. Okay. Jetzt sind wir hier. Oh, ein Heizstrahler. Den nehmen wir mit. Sprossen. Okay. Ich habe da so eine Idee. Ich meine, so mit Muttermilch und so weiter könnte man doch bestimmt irgendwie. Da haben wir ja vor ein paar Parts schon ein Nachtlager. Vielleicht bringt uns das irgendwie weiter, wenn wir jetzt die ideale Stelle zum Nachtlager. So, Rotzis. Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Bisschen Angst. Oh, ey. Meckerkatze24.de. Okay, vielleicht, Teigtaschen. Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und das dazugehörige Spitzengefühl. Na, dufte. Spitze fühle ich mich ja schon. Vielleicht können wir die Antenne hier. Er hat schon eine Antenne. Kein Strom, aber die Gabel passt schon mal perfekt in die Dose. Leider bleibt sie nicht stecken, sonst könnte ich so die Sicherung rausspringen lassen. Aha. Denn es ist kalt. Vielleicht können wir hier irgendwo. Aha. Ich hab die geile Idee. Fehlt nur noch Strom, Ibert. Stimmt. Da war ja was. Strom. Stecker. Vielleicht können wir den hier irgendwo. Scheibenhonig. Das Kabel ist zu kurz. Verdammt, also untere. Die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. So, vielleicht jetzt mal den Hebel. Ui. Es bleibt an. Und nun. Vielleicht können wir jetzt mal. Aber, hä? Was soll denn das? Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte. Ja, wir haben keine zwei Rufusse. Wir haben keine zwei. Doch, wir haben zwei Rufusse, aber wir haben keine zwei Rufusse hier unten in der Kanalisation. Gut, braucht ihr vielleicht. Na, meine lieben Rotzis, ihr habt doch sicher Hunger. Nicht? Kommt drauf an. Hat das damit zu tun, ihn nicht weiter hinterherzulaufen? Ja, so ähnlich. Dann nicht. Aha. Ich hab die geile Idee. Ihr könntet diese Teigtaschen hier als Schlafsäcke verwenden. Teigtaschen? XXL-Teigtaschen. Die sind riesig und richtig kuschelig warm. Aber Herr Rufus, wir können hier ja kaum stehen. Wie? Auch noch Ansprüche stellen, oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben.
Tja, Lieber nicht. Nur ungern denke ich an das Debakel mit meinen Hormonbrötchen zurück. Roso ist einfach unausstehlich, wenn er seine Tage hat. Jetzt müssen wir irgendwie noch den Strom ankriegen für das... für den Heizstrahler. Kann man den wieder ziehen, den Stecker? Da gehört eine sichere oder Wahl. Okay. So ein Mist, wie kriegen wir das denn jetzt? Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Vielleicht. Kein Strom, aber die Gabel leider bleibt, sonst könnte ich... Hebel. Aber das hatten wir doch schon. Und jetzt hier... obere Steckdose. Aber... Hä? Was soll denn das? Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. Hey, siehst du vielleicht? Ihr könnt euch mal nützlich machen. Und wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier in die Steckdose da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Ach, Papalapap, das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon 1000 Mal gemacht. Und hat es mir etwa geschadet? Die Antwort lautet also, ja. Okay, jetzt haben wir zwei. Gut, festhalten, warten. Gleich geht's los. Auweia. Aua. Sagte dir was? Keine Panik. Onkel Rufus, ist nichts passiert. Sehr gut. Es ist deine Sicherung rausgeflogen. Sicherung. Sehr gut. Und die Sicherung. Ohne die Sicherung können wir doch jetzt bestimmt den Hebel betätigen. Mist. Hätte ja klappen können. Vielleicht die Sicherung jetzt hier rein? Ah, sehr gut. Ist leuchtet. Es wärmt. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber ich glaube jetzt. Na, keine Widersprüche mehr. Ihr habt Licht, ihr habt Wärme und ihr habt euren Veto-Joker schon verdaddelt. Also los, Abmarsch. Okay, sehr gut, haben wir das Rätsel mal gelöst. Baby Goal. Ui, der mit dem Tauchanzug. Na, schöne Wurst. Okay, dann erstmal hier. Obacht, jetzt wird es aber so richtig gemütlich. Zunächst für mich, weil euer Rumgejammer dann endlich aufhört. Cool. Tech-Taschen-Dol. Tech-Taschen-Rusty. Die sind aber ziemlich riesig, die Tech-Taschen. Tech-Taschen-Pretty. Katzi. So, nun wird geschlafen. Ich weiß nicht. Rippchen Angst. Aber... Nein, jetzt macht euch mal nicht schlechter, als ihr seid. Ihr seid zwar blöd, aber doch nicht zu blöd zum Einschlafen. Dann wären ja sogar diese pennenden Skorpione da hinten klüger als ihr. Ach, mein Fehler. Die pennen ja Rufus. Die lauern. Das ist ein bisschen Muttermilch für die Kinder. Soweit kommt's noch. Ich dachte, das hilft.
Gut, die Muttermilch scheint's nicht zu sein, oder? Soweit kommt's noch. Tja, also. Fernseher anstellen. Was? Frag ich Sie. Gibt es Leckeres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Ja, aber Sie schlafen noch nicht. Was ist los? Warum schlaft ihr nicht? Wir haben Hunger. Euch ist zu kalt, ihr seid aufgeregt, ihr habt Hunger. Was kommt denn als nächstes? Aufs Klo müssen, der totale Klassiker. Also eigentlich... Teilt euch Goalies Eimer. Tja, Muttermilch scheint es nicht zu bringen. Finden wir noch irgendwas anderes zu essen? Hier in der Kanalisation wahrscheinlich nicht. Vielleicht mit dem Kollegen hier. Der kocht gerade was. Das war so mein Verdacht, dass wir dort irgendwas machen können. Aber... Opa? Hier wird nicht gedrängelt. Das Essen ist fertig, wenn es fertig ist. Opa? Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv. Und ich muss mich schon genug konzentrieren, um meinen Papa Parkinson im Zaum zu halten. Ja, okay. Da wird gerade Essen gemacht. Das ist das Naheliegendste. Vielleicht können wir irgendwie... Oh, aber vielleicht können wir hier... Hey, Boso, da du ja nicht zu deiner Therapie willst, dachte ich mir, ich kann dich ja therapieren. Mann, Rufus! Ach, komm schon, das wird lustig. Und so ein paar Pappen hochhalten, das kriege ich auch noch hin. Also, was erkennst du auf diesem... Es klappt. Lass mich doch bitte. Was, Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig ein wunderhübscher Schmetterling. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Dann war noch das hier. Hey, Boso. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Was? Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Mann, du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Sieht auch nicht weiter. Boso? Keine Sorge. Ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Keine Panik. Ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Nein! Ach komm, da kann nichts passieren. Baby Boso ist doch viel kleiner als du. Tja. Vielleicht können wir jetzt mit. Können wir hier mal so eine Idee. Damit er auch so eine Oberweite bekommt wie sein Bruder? Das wollen wir lieber lassen. Okay. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Vielleicht können wir irgendwie ihn mal in seinen Anzug stecken. In den Strampeanzug. Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein Weltrettungsplan ins Wasser gefallen ist. Tja, gut. Rebellenlager. Vielleicht kommen wir jetzt hier voran. Ich befürchte nein, aber den Versuch ist es wert. Huhu! Aufmachen! Ja? Das war jetzt lustig genug, Liebold. Lass mich rein. Hast du schon jemanden, der für dich birgt? Nein, aber... Dann kann ich dich auch nicht reinlassen. Entschuldigung. Möglicherweise, Rufus. Tschüss. Unerhört. Und woher kennt er meinen Spitznamen bei der Strahlenschutzbehörde?
Vielleicht kann ich Private Slot jetzt für mich bürgen, also mich bürgen. Du kommst schon, das Tor ist doch gleich da oben. Nein, das... Das geht jetzt nicht! Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist! Das vielleicht... Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Tja. Hier kommen wir auch nicht voran. Tja. Zum Stadtteil kehren. Vielleicht gehen wir nochmal beim Psychologen vorbei. Ich bräuchte noch eine. Okay, das bringt auch nichts. Ach, das ist nicht machen. Nun, die Gurte. Kommen Sie gern wieder, wenn Sie. Wir müssen bestimmt noch irgendwann einen Arzneimittelschrank ran. Aber was ich meinte, war die dritte. Der dritte Abdruck hier. Den brauchen wir noch. Hat den der andere oder? Wie sieht das hier aus? Ich will mal mit der Wandhexe reden. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Wo ist dein Anhang? Er? Ach, die Kekse. Keine Ahnung. Hab ich irgendwo liegen lassen. Aber darum geht's auch gar nicht. Wo haben Sie die Nukleinsäure noch gleich hingebracht? Ich habe sie für die 5 Slotti an das Suez Inn verkauft. Life sagt, es sei eine Art Superdünger. Aber es war mein Superdünger. Das konnte ich nicht wissen. Immerhin werden ständig passable Düngemittel in die Kanalisation gespült. Und es passiert eher selten, dass Leute hinterher kommen, um Besitzansprüche anzumelden. Ich muss gehen. Aber warum denn? Es war doch gerade so nett und... Moment mal. Ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Wie gesagt, ich muss los. Gott zum Gruße. Oh, Schreck. Tja. Ich blick's nicht. Irgendwas muss ich hier mal sehen. Irgendwas Grundlegendes. Ich noch mal hin. Opa Boso, der kocht gerade. Wir brauchen was zu essen. Opa, hier wird nicht gedrängelt. Das hier wird das. Ach was. Hey, was soll denn das? Kannst du nicht warten, bis das Essen fertig ist? Nein. Aber es riecht schon so gut. Findest du? Eigentlich ist das nur der übrig gebliebene Bratensud. Oh, ich wollte es einfrieren. Nein, das wäre zu schade. Er weiß schon, ob die Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bratensud mögen. Wir haben Bratensoße. Vielleicht. Es könnte hilfreich sein. Versuchen wir es mal. Es ist doch zumindest was zu essen. So, hier. So, Rotzis. Essen fassen. Das wird euch schön müde machen. Sehr schön. Teigtaschen mit Soße. Und schlafen sofort ein. Mann, die haben ja vielleicht reingehauen. Sie haben gerade mal einen Teller übrig gelassen. Und jetzt schlafen sie. Ja, die sind schon süß, wenn sie schlafen. Richtig zum Anbeißen. Fernseher läuft, die schlafen. Alles gut. Okay, jetzt sind wir die losgeworden. Und nun? Vielleicht können wir jetzt irgendwie ohne die weiterkommen. Kopfkratz. Oh, wir können durch. Ach du Schreck. Das ist sie. Die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch schwamm da auch schon vorher drin. Wo sind wir denn hier hingeraten? Klempner. Obsthändler, Spediteur. Aha, okay. Herr Barkeeper, reden wir erstmal mit ihm. Ah, ein neuer Kunde. Was kann ich für dich tun? Na dann, der Reihe nach. Ich
brauche diesen Zylinder mit der grünen Flüssigkeit dort. Die Nukleinsäure? Eine gute Wahl. Ich habe das Zeug gerade erst reinbekommen. Ich weiß, das war ein Irrtum. In Wirklichkeit gehört die nämlich mir. Träum weiter, Junge. Ich habe 5 Slotti dafür bezahlt. Und ich muss ja auch noch was verdienen. Das hieße ja... Sie kostet mehr Geld, als es in der ganzen Kanalisation gibt. Genau, eine unvorstellbare, nie dagewesene Summe. 6 Slotti. Ja gut, die 5 Slotti haben wir ja schon ausgegeben. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotti und sie gehört dir. Die gibt's ja nicht. Einen Humpen Plörre bitte. Gerne. Hast du denn die 5 Slotti dabei? Was denn? Barzahlung? Wie rückschrittlich. Da, wo ich herkomme, da konnte ich Plörre einfach anschreiben lassen. Anschreiben? Wie so eine Art Kredit? Genau. Dann könnten meine Kunden viel mehr trinken. Ich sehe, du hast das Prinzip verstanden. Und ich würde viel mehr verdienen. Ja? Ich meine, ja klar. Das klingt gar nicht so übel. Bedien dich ruhig. Und wenn du meinen Gästen auch was bringst, kannst du dir gerne 2 Slotti Trinkgeld anschreiben lassen. Deal. Alles klar. Kann ich die Nukleinsäure vielleicht auch anschreiben lassen? Du spinnst wohl. Die ist immerhin ein Vermögen wert. Ich besorg das Geld schon irgendwie. Haha, das will ich sehen. 6 Slotti. So viel Geld gibt es hier unten doch gar nicht. Tja. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Nein, das Bild bleibt, wo es ist. Es ist wichtig. Ach, das ist die dritte Sache. Für die Kundschaft. Wofür? Das dritte Bild. Aufmuntert. Im Gegenteil, es hält sie in einem permanenten Spannungsfeld der Unzufriedenheit. Aber es ist Elysium. Ein Sinnbild der Hoffnung. Auf ein besseres Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Und ich bin nur noch einen Schritt davon entfernt. Willst du vorher was trinken? Gerne. Nette Kundschaft. Ja, allerdings. Wenn man Freakshows mag. Sag mal, wie sprichst du denn von deinen Gästen? Na, schau sie dir doch an. Eine Parade aus Jammergestalten ohne jegliche Perspektive. Aber diese Jammergestalten sind immerhin deine Lebensgrundlage. Oh, das war gar nicht despektierlich gemeint. Ich bin nur Realist. Wenn es einem selber besser gehen soll, dann muss es allen anderen doch folglich schlechter gehen. Oder nicht? Was? Nein, das geht auch anders. Ach, du willst, dass es allen besser geht? Solange ich dabei bin, ja. Dann gestatte mir diese einfache Frage. Besser als wem? Ich mach mich da mal wieder auf die Socken. Mann, ist durchprobiert. Du trägst noch Socken? Wahrscheinlich nicht hier bei dem... bei dem Tümpel hier. Hormonplörre. Pilzplörre, Haarwuchsplörre, Werbetafel. Okay, wir haben eine Werbetafel und wir haben einen Suppenrest. Du kommst mir bekannt vor. Hast du Geschwister? Ich hatte einen Bruder. Hatte? Was ist passiert? Er hat versucht, einen Steinblock mit dem Kopf zu zertrümmern. Und ich sag noch, übertreib's nicht mit den Pilzen. Egal, lass mich einfach allein. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Sehr schön. Ein Krug. Okay, wir haben einen Krug. Ich habe da schon so eine Idee. So, das Krug. Pilzplörre, Hormonplörre, Haarwuchsplörre. Ich habe da schon so eine Idee. 3 Krüge. Du kommst mir bekannt vor. Bist du nicht dieser Promi-Hundefriseur? Nah dran. Ich bin Obsthändler. Ich habe das Geschäft von meinem Vater geerbt. Man nannte ihn König Peach. Dann bist du ja der Erbe des berühmten König Peach-Imperiums. Das hieße ja, du bist... Alkoholismus gefährdet. Genau. Also, verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Leichte Anspielung hier. Du kommst mir bekannt vor. Kenn ich dich irgendwoher? Kennst du die Comicbuchreihe? Kalle, der freundliche Yeti? Na klar, ich bin ein großer Fan. Nein, sag jetzt nicht. Doch, doch, ich bin... Die wandelnde Vorlage. Was? Nein, ich bin der offizielle Lieferant des Autorenteams.
Ah. Wobei es schon seltsam ist, dass sie ihre Schreibtische immer zur Tür rücken, wenn ich komme. Ich glaube, ich brauche noch mehr Alkohol. Also verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Das machen wir doch. Wir haben hier drei Krüge. Vielleicht Pilzplopper. Hey, nein. Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens sind mir die Schleimrohrschimmerlinge ausgegangen und zweitens hat das Zeug einen schlechten Einfluss auf meine Gäste. Es ist schwer genug, einen Pakt zu führen, ohne dass sich die Kundschaft mit Schildkrötenpanzern bewirft. Ich mag diese Anspielung. Gut.